es eh nichts bringt. Oh mein Gott. Ich hab mich so schrecklich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Video. Ich habe keinen Plan, egal. Ich habe heute mal wieder etwas, was wir testen. Und zwar liebe ich es, Sachen zu testen. Und deswegen habe ich jetzt hier wieder etwas zum Testen. Ich schaue gerne mal einfach so im Internet nach. Und dann bestelle ich mir einfach Sachen in der Hoffnung, dass sie funktionieren. Und ja, genauso wie das Waschgel, wie die ganzen Serums und das alles. Aber es macht auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und heute... ich habe keinen Plan, ob es was bringen wird, aber wir werden es einfach ausprobieren. Das ist der Spliss Trimmer. Und zwar, vor ein, zwei Jahren war das so richtig beliebt, bekannt, da das halt das Spliss wegmachen soll. Und ich liebe meine Haare. Ich hasse es, kurze Haare zu haben. Mir steht das nicht. Es sieht einfach scheiße aus bei mir. Und deswegen will ich halt meine Haare, also die Länge, beibehalten. Und meine Haare gehen so fast bis zum Po. Aber ich will die halt nicht kürzen. Und deswegen habe ich jetzt hier diesen Spliss-Trimmer bestellt. Und zwar kostet der eigentlich 230 Euro. Oder 250, keine Ahnung, egal. Und ich habe es mir bei AliExpress bestellt für 30 Euro. Das ist gar nichts. Und ich habe es noch nicht ausgetestet. Ich habe es nur kurz angemacht gestern Abend. Weil es gestern angekommen ist. Gestern habe ich es angemacht, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert. Und es geht an. Also, ne, mal gucken, was da die ganze mit sich bringt. Es ist angekommen. Hier in so einer Tasche. Die Tasche geht dann so auf. So, also wieder beim Glätteisen sieht das aus. Hier ist halt die Tasche. Da kam das Ding rein. Also so zwei Seiten die Tasche, oder? Was ist das denn? Sieht so aus, also zwei Seiten. Und hier kamen halt dann die ganzen Sachen, zeige ich gleich. Hier drin in der Tasche war mit dabei, hier so eine Haarbürste war mit dabei. Dann zwei Haarklammern, einfach ganz normale Haarklammern. Ein Aufladegerät, nicht Gerät, aber halt einfach den USB-Kabel, keine Ahnung. Aber jetzt kein Adapter. Dann kam dazu sowas. Ich glaube, das ist, um diese Haare drinnen zu entfernen oder so, um sauber zu machen. So, da und dann. Es gibt hier das hier und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert, aber da steht drauf, steht ein Achtel Trim. Das heißt, es wird nur ein Achtel des Haares, nicht komplettes, sondern die Spitze, was unten durchgeht, durch dieses Gerät. Wird das halt wahrscheinlich nur ein Achtel wegmachen. Und dann gibt es noch etwas, das war schon drinne. Da steht ein Viertel drauf. Das heißt, es wird nur ein Viertel drauf machen. Also mehr als ein Achtel. Und ich werde halt einfach das ein Viertel jetzt wahrscheinlich drinne lassen. Weil je mehr, desto besser. Weil dann kann man auch mehr erkennen, dass es überhaupt ab ist. Jetzt erstmal so, um zu testen. Und dann kam halt dieses kleine Buch mit da drinne, mit der Anleitung. Und ich werde mir jetzt die Anleitung nicht durchlesen. Aber ich habe gestern, also ich habe es nicht durchgelesen, aber ich habe mir gestern die Bilder, die da drin sind, angeschaut. Um ein bisschen zu verstehen, für was diese Dinger waren. Weil ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Und die steckt man halt ganz am Anfang hier so rein. Das heißt, das Gerät sieht so, der Gerät sieht so aus. Dann gibt es hier vorne, hier oben, dieses, wo man das rausziehen muss. Das sieht man dann so raus und dann steht halt drauf ein Viertel oder ein Achtel. Ein Viertel macht halt mehr raus als ein Achtel, deswegen werde ich halt einfach den ein Viertel wieder drinnen hier so reinschieben. Hier so drinnen lassen. Geht mal rein, ey, geht da rein. So schluckst du, naja, ist ein bisschen schwierig. So, wenn ich jetzt hier reinlassen, dann werden die Haare hier drinnen, also das zieht man so rüber. Und die Haare werden einfach so gedreht durch dieses Messer oder was auch immer das da drin ist. Und dann kommen die kleinen Härchen hier drin rein. Und ja, mal gucken, ob das funktioniert.
die ganze Folie und so ist noch dran. Ich weiß nicht, für was das ist. Da steht halt drauf, da steht Lock on und Lock off. Aber egal, was ich drücke, keins davon bringt was. Ich drücke zum Beispiel Lock off, ziehe ich das runter, geht's auf. Dann Lock on, wieder. Und selbst wenn ich es einfach offen lasse, bewegt es sich nicht. Also ich habe keinen Plan, für was das sein soll. Weil es eh nichts bringt. Oh mein Gott. Ich hab mich so schrecklich. Weiter geht's. So. Ah, und jetzt hier unten. Das ist hier so eine Batterie. Hier steht, wie man das so aufmachen soll. Das kann man halt aufladen. Das ist so eine aufladbare Batterie. Und zwar, hier steht, man kann das hier, also hier ist das Schloss, dreht man so. Welche Richtung? Das dreht man so und dann kommt das hier raus. Das ist halt der Oberkopf und das ist das. Ich habe keine Ahnung. Aber die Batterie, ach so. Hat schon keinen Plan, für was das hier sein soll. Vielleicht, wenn es kaputt geht oder so. Warum habe ich das jetzt abgemacht? Da reinmachen. Und hier unten ist wieder so ein Pfeil, das kann man drehen. Ach so, und wenn man das dreht, dann kann man wahrscheinlich die Batterie innen drin wechseln. Weil die Batterie ist hier innen drin. Wahrscheinlich funktioniert das so. Boah. Auf jeden Fall eine schwierige Geburt. Boah, ich habe mich vorhin so erschrocken, als es einfach so random anging. Boah, ey. Okay, so. Okay. Ich würde mal sagen, wir legen jetzt gleich mal los, weil viel zu viel gelabert. Ich werde jetzt hier einfach. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ob ich jetzt meine Haare abteilen soll oder ob ich die einfach jetzt so random lassen soll. Aber ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ich teile meine Haare so ein bisschen ab. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das dann so besser. Also, ich werde jetzt hier. Mit den Klammern, die auch dabei waren. Mach mir so einen kleinen. Hier so einen Ninja-Zopf. Mit diesen Klammern. Boah, Alter, funktioniert doch. So. Und jetzt. Den kann man erst mit Kara durchkämmen. Wobei der Kamm echt richtig billig aussieht. Aber ist auch egal. So, ich habe das jetzt durchgekämmt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt ein Bild von meinen Haaren machen soll. Weil wir wissen ja auch nicht, ob da jetzt über was zu erkennen ist. Weil das entfernt zwar den Spliss, also die Ende des Haares, aber trotzdem kann man das, glaube ich, nicht erkennen. Weil es gibt ja auch Haare, die kürzer sind, aber trotzdem kein Splissen, sondern einfach neue Haare, die gewachsen sind, aber nicht ganz so lang sind wie die jetzigen kompletten Haare, wahrscheinlich deswegen. Aber ja. Boah, ich habe Angst, ey. Ich habe Angst, dass es irgendwie stecken bleibt, meine Haare oder so. Vor allem in der Anleitung steht auch nicht, wie man das drücken soll und so, ne? Aber ich glaube, ich fange jetzt einfach mal so damit an. Welche Seite nehmen wir? Beide Seiten haben mehr Spliss, aber die Seite hat ein bisschen mehr Spliss. Okay, dann fangen wir damit an. Boah. Okay. Egal, werde ich das einmal machen. Und zwar soll man das, die Haare hier reinstellen. Aber ich weiß nicht von wie weit oben. So. Das zumachen und dann drücken. Kein Plan, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ich kann das jetzt nicht erkennen. Ich kann nur das Gesamt. Mein Handy hat das Video random abgebrochen. Ich habe 15 Minuten lang oder so gelabert und das alles ausprobiert.
Und meine ganzen Haarpartikeln auch mit diesem Ding hier, was auch immer, gemacht. Aber das hat irgendwie nicht aufgenommen. Ich habe auch keinen Plan, warum. Es hat nur bis zu der einen Stelle aufgenommen. Und zwar habe ich eigentlich meine ganzen Haare, naja, nicht alles, komplett alle Partikeln, aber ich habe alle Haare wieder runtergemacht. Und die meisten Partikeln, also die, was hier oben liegt, habe ich dann so gemacht. Nicht was so im Bereich ist, zum Beispiel das, was hier ist, sondern eher im Außenbereich, was ganz oben ist. Die habe ich gemacht und eigentlich wollte ich euch jetzt zeigen, was überhaupt rausgekommen ist, aber ich sag mal so, das Video war ein komplett, also es war ein absoluter Fail, aber trotzdem kann ich jetzt ein Feedback geben zu dieses Gerät, was auch immer. Das Video ist jetzt schon abends, als ich das abgenommen habe, weil das morgens. Das hat fast einen Tag lang gedauert. Das Problem ist aber, dass meine Kamera ausgegangen ist. Dadurch ist halt so viel weggegangen. Dann noch das Problem Speicher. Aber es ist nicht schlimm. Und zwischendurch habe ich auch natürlich was anderes gemacht. Dadurch, dass ich keinen Bock mehr hatte, das alles jetzt nochmal zu sagen, habe ich jetzt einfach... Also ich werde jetzt einfach nur sagen, wie das abgelaufen ist, was ich da in diesem Abspann gesagt habe. Und ob das was gebracht hat, ob es nichts gebracht hat und so weiter. Weil ich kann jetzt keinen Review nochmal faken, deswegen. Also im Großen und Ganzen kann ich halt sagen, dass es das gar nichts gebracht hat. Also doch schon, aber nicht so krasser Unterschied. Also ich würde mir auf keinen Fall das Originale davon holen, denn das Originale davon kostet 250 Euro. Und das, was ich aber gekauft habe, das kostet 30 Euro. Also würde ich euch das empfehlen, falls ihr das haben wollt. Lasst einfach einen Daumen nach oben, Habibis. Holt euch diesen Gerät. Es bringt ein bisschen was. Ich mache später noch ein Update.